Herzlich willkommen zum zweiten Märkische Bank Eishockey Talk unter ganz besonderen Voraussetzungen. Zuletzt im September des vergangenen Jahres haben wir uns getroffen. Da haben wir über eine neue Rooster-Saison gesprochen und eigentlich sollte Teil 2 des Formates irgendwann im März folgen mit ein bisschen Roosters-Welt und einem Rückblick auf die Saison. Doch dann kam eine Corona-Pandemie dazwischen. Deshalb sehen wir uns erst wieder im Juni mit Hermann Backhaus, dem Vorstandsvorsitzenden der Märkischen Bank, im Märkische Bank Eishockey Talk. Und ich weiß, Sie sind Sportfan durch und durch. Wie sehr fehlt denn alles, was Sport anbelangt? Also Wurst, Stadionbier und vor allen Dingen auch, ja, als Fan auf der Tribüne sitzen? Alles fehlt mir. Darf ich wirklich sagen, alles fehlt mir. Ich vermisse den Live-Sport ganz besonders natürlich, weil es einfach dafür sorgt, dass man begeistert sein kann, dass man sich erfreuen kann, dass man auch mal ärgern kann an der Stelle. Das ist eine wunderbare Abwechslung zum beruflichen Alltag. Und eigentlich sollte natürlich heute das Thema Iserlohn Roosters im Mittelpunkt stehen. Wir wollten mal über Eissporthalle und die Zukunft reden, aber wir haben gesagt, nein, wir widmen diesen zweiten Märkische Bank Eishockey Talk einem ganz anderen Thema, nämlich der aktuellen Situation in der deutschen Eishockeyliga und reden drüber mit interessanten Gästen, wo man denn eigentlich aktuell steht. Haben Sie eine große Hoffnung auf das Thema Eishockeysaison 2021 oder wird es eine schwierige Geschichte? Also ich habe natürlich eine gewisse Hoffnung und eine gewisse Zuversicht, die man in diesen Zeiten sowieso haben sollte, Zuversicht. Es wird schwierig werden, glaube ich, insgesamt, weil die Rahmenbedingungen eben durch die Politik im Wesentlichen vorgegeben werden, weil das Thema Gesundheit natürlich eine große Rolle spielt. Aber ich setze eigentlich auf die Verantwortlichen der DEL, dass sie vernünftige Konzepte sich einfallen lassen werden, schreiben werden. Es gibt ja ein paar Vorbilder durchaus in dieser Zeit. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es irgendwann im späten Herbst, frühen Winter losgehen könnte. Tja, und mit diesen Verantwortlichen der deutschen Eishockeyliga, da wollen wir heute reden. Zum Beispiel mit dem DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke, der zu uns gekommen ist, mit Wolfgang Brück, dem Clubchef der Roosters und Aufsichtsratsmitglied. Bevor wir aber losstarten mit dem Märkische Bank Eishockey Talk in der Runde, blicken wir zurück auf den 8. März des Jahres 2020, den letzten Hauptrundenspieltag. Und ach, wir geben es uns nochmal. Ein bisschen Sport kurz vor Beginn der Playoffs. Und jetzt, wer schnell geht, 3 auf 2. Reimer auf Fischbuch, zurück auf Reimer, Tor! Dann geht es logischerweise weiter mit der ersten Playoff-Runde. Und das heute hat für mich schon mega, mega Bock gemacht auf Playoff-Hockey in der DEL. Wir haben ja noch am Sonntagnachmittag den letzten Hauptrundenspieltag vor vollen Rängen durchführen können. Also war bester Stimmung, bester Aussichten. Dann hat sich nachmittags dann der Bundesgesundheitsminister geäußert, die Empfehlung rausgegeben, keine Großveranstaltung mehr durchzuführen. Dann sind ein Land nach dem anderen darauf aufgesprungen. Spiele durchführen in der DL heißt für mich, Spiele mit Zuschauern durchzuführen. Ein DL-Spiel, dazu gehören die Fans, dazu gehören die Zuschauer. Die sind Teil dieser Veranstaltung, die sind Teil dieses Events und nur 40 Leute Eishockey spielen zu haben, das ist kein DL-Spiel. Und das ist für uns und für auch für andere Sportarten der Maximalschaden, der entstehen kann. Da hoffen wir auch, dass wir jetzt, indem wir diese Verordnungen und Verbote befolgen, hoffentlich dann auch in irgendwelche Genuss irgendwelcher Fördermittel oder Zusagen kommen, die jetzt ja auch von der Politik kommen. Da sind wir sicherlich auch genauso oder noch mehr betroffen als andere Wirtschaftszweige. Sicherlich die schwersten Tage meiner Berufskarriere gewesen und das ist echt schlimm. Als am 8. März die DL-Hauptrunde zu Ende gegangen ist, da konnten die Fans der Iserlohn Roosters sagen, tja, vom Ergebnis, das muss man zugeben, war das nicht zufriedenstellend. Aber ein paar Tage später waren sie klüger, dass das, was ihnen passiert ist, nämlich ein Ende nach der Hauptrunde vielleicht ein gutes Ding gewesen sein könnte, um eben nicht mit einer Mannschaft in Playoffs zu gehen, die es am Ende gar nicht geben würde. Und vielleicht hat es auch dem Geldbeutel am Seilersee ganz gut getan. Wir wollen reden heute über das, was danach passierte, nach diesem 8. März 2020. Nicht zu sehr ins Detail, was die Vergangenheit anbelangt, aber definitiv ins Detail, was die Zukunft und eine, so hoffen wir alle, Eishockeysaison 2020-2021 anbelangt. Herzlich willkommen zum Eishockey-Talk der Märkischen Bank, heute aufgezeichnet
mit den entsprechenden Abständen im alten Casino des Sauerlandparks HEMA und interessanten Gästen. Ich freue mich sehr, dass er aus Neuss zu uns gekommen ist. Der Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, Gernot Trippke. Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Wolfgang Brück ist bei uns, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters und DL-Aufsichtsratsmitglied. Hermann Backhaus, den Sie schon kennengelernt haben, den Vorstandsvorsitzenden der Märkischen Bank. Und von der Westfalenpost der verehrte Kollege Falk Blesken. Wolfgang Brück, es gab viele, die einen Scherz gemacht haben. Die haben gesagt, boah, Gott sei Dank, dass wir aus den Playoffs raus sind, hatten wir nichts mehr mit dem ganzen Theater zu tun. Ganz ehrlich, war das das Beste, was den Iserlohn Roosters nach der vergangenen Saison passieren konnte, nicht dabei zu sein in Playoffs, die es nicht gab? Also dann wäre man, glaube ich, im Sport erstmal von vornherein falsch aufgehoben, wenn man das Minimalziel oder vielleicht für uns als kleiner Club das große Ziel, das Erreichen der Playoffs, verfehlt, dann kann das kein gutes Ende für uns gewesen sein. Also war das erstmal natürlich unter Berücksichtigung der vielen Veränderungen gegenüber des Vorjahres oder dem Vorjahr gegenüber immer noch eine durchwachsene Saison für uns und das Verpassen durchaus okay. Auf der anderen Seite hatten wir uns das Ziel gesetzt und waren dementsprechend enttäuscht. Und wenn man jetzt darauf abstellt und sagt, pass mal auf, wenn du gewusst hättest, darauf zielen sie ja ab. Die Pandemie verhindert eben dann letztendlich die Playoffs. Dann ändert das erstmal nichts an der sportlichen Enttäuschung. Und andererseits wissen Sie ja auch, und das kommunizieren wir auch alle, dass auch der wirtschaftliche Faktor durch das Erreichen der Playoffs bei uns erstmal keine Rolle spielt, weil wir diese Playoffs auch gar nicht einplanen. Also von daher, sportlich war die Enttäuschung da. Letztendlich, und das ist vielleicht die Erkenntnis, die für die Liga und den Sport insgesamt wichtig war. Ich denke, es war für uns alle gut, auch für die Clubs, die Playoffs letztendlich nicht spielen konnten, dass wir zumindest die Hauptrunde zu Ende gespielt haben und dementsprechend erstmal im Grunde eine komplette Saison in dem Sinne darstellen konnten. Ziel Gernot Trippke war es ja auch mit der Absage der Playoffs, den Schaden so gering wie möglich zu halten für alle beteiligten Vereine. Ist das gelungen? Ja, das ist, glaube ich, gelungen. Wie Wolfgang Brück schon gesagt hat, wir haben 90% unserer Spiele, die Hauptrunde, die Basis für die Kalkulation der Clubs abgibt, zum Glück noch auf den allerletzten Drücker am Sonntagnachmittag über die Bühne bringen können. Wir hatten eine saubere Tabelle, wir hatten keine Diskussion um irgendwelche Qualifikationen für internationale Wettbewerbe, sodass wir das ganz fair verteilen konnten. Also von daher war das, glaube ich, noch ein bisschen Glück im Unglück. Wir haben aber wirklich den Schaden abgewendet und das wären ja andere Dinge gewesen, wenn wir jetzt in die Playoffs gestartet wären, wenn es dann zu Quarantänen gekommen wären, wenn es zu gesundheitlichen Schäden bei Betreuern, bei Pressemitarbeitern, bei den Spielern gekommen wäre, das hätten wir ja gar nicht verantworten können. Und von daher haben wir ja noch dann, ja, einen Tag bevor das Final alles verboten wurde, noch mal kurz Gedankenspiele damit gehabt, können wir Geisterspiele darstellen. Und man sieht bei den Kollegen vom Fußball, vom Basketball, die haben jetzt 2 Monate gebraucht, um einen Spielbetrieb wieder irgendwie darzustellen. Wir hatten irgendwie, ich glaube, 2 Stunden hatten wir Zeit, bis Wolfsburg zum ersten Playoff-Spiel gefahren wäre. Und wir hätten eine K.O.-Serie mit Spielen im 2-Tages-Rhythmus, mit Reisen von großen Tross beim Eishockey durch ganz Deutschland gehabt. Also ich glaube, da haben wir auch dann letztlich sowohl wirtschaftlich sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen, was die vergangene Saison angeht. Aber insbesondere haben wir da die einzig richtige Entscheidung getroffen und haben uns davor viel, viel Ärger und Tohuwabohu und Worst Case sogar auch noch gesundheitlichen Auswirkungen, die wir uns, glaube ich, alle selber nicht verziehen hätten, haben wir uns da dann vor schützen müssen und die richtige Entscheidung getroffen, so schwer das echt wirklich war. Für die Straubing Tigers war es ein besonderer Moment. Sie standen als Überraschungsmannschaft der Deutschen Eishockeyliga da. Andersrum Bremerhaven in der Stadt war eine riesen Euphorie rund um die erste direkte Viertelfinalplatzierung. Und dann kommt eine Absage. Das war ein mutiger Moment, so habe ich das empfunden, dass eine Liga als erste Liga sich entscheidet zu sagen, wir spielen die Playoff nicht aus. Wie hast du diesen Moment erlebt? Wie mutig war aus deiner Sicht, Falk, diese Entscheidung zu sagen, das war's? Ich fand die Entscheidung, das zu sagen, auch sehr mutig. Denn du hast es gesagt, in Bremerhaven, also überall Playoffs, die Euphorie war riesengroß. Und dann den Fans diese Euphorie zu nehmen, dadurch, dass man sagt, so, Schluss, jetzt ist Ende, das ist eine mutige Entscheidung. Das macht keiner einfach so aus dem Bauch raus. Da braucht es Mut zu. Aber für mich war es auch doch eine leichte Entscheidung eigentlich. Genau aus dem Grund, was die beiden Herren gerade sagten. Die Hauptrunde war beendet. Man hatte eine Saison im Grunde in den Büchern. Und
deswegen war es auch die logische Konsequenz, einen Meister für mich zu benennen. Ist nicht erfolgt, München wollte es nicht. Also insgesamt alles sehr mutig, aber richtig und die einzige Entscheidung. Und die Basketballer und die Handballer haben es da ein bisschen schwieriger gehabt. Deswegen haben die es, glaube ich, auch weiter hinausgezögert, was jetzt für die Sportarten nicht unbedingt sonderlich gut ist, finde ich. Hermann Backhaus, Sie selbst als Märkische Bank, für Sie war die Saison genauso abgehakt wie für die Roosters. Viele andere Volksbanken sind Sponsor in der deutschen Eishockeyliga. Sie werden mit Ihren Kollegen gesprochen haben. Hat diese Absage dem Werbeträger Eishockey in Deutschland geholfen, weil man gesagt hat, wir nehmen unser Schicksal in die eigene Hand, oder hat es geschadet, weil man eben keine Playoffs gespielt hat? Ach, geholfen weiß ich nicht, ob man das so ausdrücken kann an der Stelle. Es lag ja irgendwie auf der Hand, im Vergleich zu den anderen Sportlern, die gerade auch genannt wurden, war die Saison ja eigentlich die klassische Hauptrunde beendet. Dadurch war es, glaube ich, eine Entscheidung, die man doch mit einem guten Mut, man muss ja auch die Situation betrachten, in der man da wirklich war, treffen konnte. Und ich glaube persönlich, dass es dann auch vor dem Hintergrund die richtige Entscheidung war. Was die Kollegen betrifft an der Stelle, natürlich spricht man mit den Kollegen aus den anderen Städten und Kommunen. Ich finde es ja insgesamt zweifellos auch sehr schön, dass mehrere Genossenschaftsbanken, Volksbanken dabei sind. Und da ist natürlich eine Enttäuschung da. Ich darf mal sagen, gerade zu den Kollegen aus Mannheim habe ich persönlich einen sehr, sehr guten Kontakt auch. Und da galt es natürlich auch, eine Titelverteidigung anzustreben an der Stelle. Das ist sehr schade. Aber es ist letzten Endes so dann die richtige Entscheidung, glaube ich, gewesen. Und von der Seite freut man sich ja irgendwie dann schon. Vielleicht ist das auch eine Überleitung auf die nächsten Spiele, die hoffentlich dann wieder kommen könnten. Das hoffen wir alle. Wolfgang Brück, wir hatten alle so ein bisschen den Eindruck, da man eine sehr große Geschlossenheit der Liga rund um die Entscheidung, aber auch in den darauffolgenden Wochen erlebte, dass die Einheit der Clubs besonders groß ist. Ist das tatsächlich so, dass man da an einem Strang in jeder Situation gezogen hat? Oder war es dann vielleicht doch so, dass es den einen oder anderen gab, der die Dinge anders betrachtet hat, als sie dann gekommen sind? Also die Entscheidung zu treffen, die ist einhellig von allen Clubs getragen worden. Wenn man jetzt die weitere Vorgehensweise sieht, die letzten 3 Monate betrachtet, da hat sicherlich der ein oder andere Club oder der ein oder andere Geschäftsführer, der vielleicht auch wirtschaftlich nicht so in der Verantwortung steht wie die Clubeigentümer, vielleicht muss erst manchmal mit sanftem Druck oder auch mit ein bisschen mehr zu Dingen überredet werden, die er für sich als Standort, als einzelner Club gar nicht für so notwendig erachtet. Und das sind Dinge, die Gott sei Dank nicht oder zum Teil sicherlich in die Öffentlichkeit auch jetzt mal gedrungen sind, aber die auch zu einem demokratischen Prozess gehören und auf der anderen Seite dann doch letztendlich wieder zu einer doch starken Einheit führen sollen, weil zum Schluss gehört es zu einer Gemeinschaft, eben gemeinsamen Nenner zu finden und eben möglichst viel an Bord zu halten. Und ich denke, das schaffen wir gerade. Gut, dass man das mal hört. Gernot Trippke, Wolfgang Brück hat die Lizenzierung schon angesprochen. Ihr redet als Liga nicht über die Lizenzierung im Prozess, aber vielleicht zumindest über einen Teil. Es musste im Mai etwas abgegeben werden, was idealerweise im September gelten muss, wirtschaftlich. Ist das wirklich in diesem Jahr machbar? Ja, das muss und das muss auch gemacht werden, weil wir ja auch Stand heute weiter damit planen und fest entschlossen sind, im September zu spielen. Und dann muss man wiederum zurückrechnen, dass die Lizenzprüfung bei uns ist eigentlich eine sehr, sehr späte. Also wenn man andere Sportarten nimmt, die machen das 6-7 Monate vor Saisonbeginn. Fußball, glaube ich, im Dezember, Handball im Februar. Also das heißt, wir sind mit nach der Saison, mit Ende Mai extrem spät dran. Und wir brauchen ja auch eine Planungssicherheit. A, können wir losspielen? Mit wem spielen wir? Ein Spielplan? Möchte die Öffentlichkeit? Möchten die Fans? Möchten die Partner wissen? Das heißt, wenn wir dann für September am Anfang Juli was rausgeben, dann ist das schon allerhöchste Eisenbahn. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir an dem Zeitplan festhalten, um auch an die Öffentlichkeit und auch an die Politik nicht ein falsches Signal geben, dass wir irgendwie schon den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir verschieben jetzt alle 2 Monate. Wenn das Worst Case irgendwann nötig ist, dann müssen wir das tun. Aber wir halten ganz klar daran fest, wir wollen im September spielen. Deshalb müssen wir bereit sein. Und die Lizenzprüfung hat ja 2 Faktoren. Das eine ist die Rückschau auf den aktuellen Stand. Wie steht ein Club da? Ist ein Überschuldungsstatus da? Das heißt, den können wir dieses Jahr genauso machen wie in der Vergangenheit.
Und das Zweite ist die Prognose für die kommende Saison. Was passiert 2021? Wie ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben? Und da haben wir ja gerade, der Wolfgang Rück hat es auch angesprochen, die Diskussion mit dem einen oder anderen Club gehabt, mit den Spielern gehabt, Kostenfaktor. Wir haben Wissen bei den Erlösen zum Glück, und das hat sich jetzt auch in der Lizenz herausgestellt, dass wir sehr, sehr treue Partner und Sponsoren haben, die zumindest, soweit sie können, alle an Bord bleiben. Also das sieht sehr, sehr positiv aus. Wir wissen aber auch, dass die Neuakquise von Sponsoren, die auch immer einen Teil ausmacht, dass die natürlich mehr in den Sternen steht und fraglich ist. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir alle Clubs, wir jetzt nicht, aber die Clubs selber in der Regel Mehrjahresverträge mit Spielern haben oder sich im November und im Dezember spätestens den Kader größtenteils voll gemacht haben und damit ihre Kostenstruktur vorgegeben haben für die neue Saison. Und deshalb waren ja auch die Diskussionen darum, wie kann man da irgendwie noch einen Puffer für den Club einbauen, für den Fall der Fälle, dass die Erlöse dann doch nicht so sind. Sei es, weil die Sponsoren nicht können, nicht so gewonnen werden können, sei es, weil die Zuschauer nicht kommen dürfen, nicht kommen wollen, Angst haben, wirtschaftliche Probleme haben. Das müssen wir natürlich ein bisschen einpreisen. Deshalb ist es richtig, dass die Prognose deutlich schwerer ist als in den Vorjahren. Aber wir müssen sie trotzdem machen, weil es bringt ja nichts zu sagen, jetzt wir machen keine Lizenzprüfung und lassen alle spielen und dann laufen irgendwelche 4, 5, 6 Clubs im November vor die Pumpe. Also das ist ja immer, es soll den 13 anderen Clubs helfen und es hilft auch oft dem Club selber zu seiner Selbstkontrolle, zur Selbsteinschätzung. Es ist keine Schikane, sondern wirklich der Sinn ist, die Liga mit 14 Clubs am Leben zu erhalten und bestmöglich das darzustellen. Und klar ist diese Prognose dieses Jahr schwieriger. Und man muss eigentlich härter prüfen als in den anderen Jahren, weil man einfach viele mehr Unwägbarkeiten hat. Aber ich glaube, das haben wir geschafft und hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen dann auch entsprechend das Lizenzprüfungsverfahren abschließen können und alle Clubs die Vorkehrungen treffen, dass sie ja durch diese Saison, wie auch immer sie dann geartet ist, durchkommen können. Und das ist das Wichtigste. Wolfgang Brück, für die einen ist es eine Gehaltsstundung, für die anderen ist es ein Gehaltsverzicht. Wir haben darüber in den letzten Wochen sehr intensiv gesprochen, wie die Liga es sieht, wie die Spieler es sehen. Mich würde interessieren, warum definitiv der Teil, den wir angesprochen haben, also diese Frage der Gehaltsstundung, Teil der Lizenzierung werden musste. Letztendlich geht es ja darum, dass das große, in Anführungsstrichen wirtschaftsstarke und etwas kleinere und damit wirtschaftsschwächere Clubs gibt. Wenn wir sicherstellen wollen, dass wir am Anfang der neuen Saison mit 14 Clubs in die Saison starten und eine komplette Serie erleben werden und keinerlei Insolvenzen etc. drohen, dann bedarf es eben eines Solidaraktes, der eben auch Maßnahmen, Einschränkungen, Unterschriften, diese erwähnte Gehaltsstundung betrifft bei Clubs, die eben tatsächlich aus Grund ihrer wirtschaftlichen Stärke eigentlich gar nicht das notwendig haben, weil sie in der Lage sind, die Gehälter, wo ich gesagt habe, das ist der große Aufwandsposten, auch durch trotz Corona bezahlen können. Und damit wir eben nicht nur 2, 3 Clubs in der Liga haben, sondern dass wir 14 Clubs haben und bei 6, 7, 8, 10 Clubs eben diese Notwendigkeit sehen. Deswegen bedarf es dieses Solidaraktes, der eben auch in einer Gemeinschaft aus meiner Sicht durchaus üblich und auch zwingend ist. Konsequenz könnte trotzdem sein, dass es am Ende des Tages eine Spielergewerkschaft gibt, weil die Spieler sagen, boah, hättet ihr uns mal früher an den Tisch geholt. Hat man zu spät oder zu wenig geredet, Gernot Trippke? Nee, das glaube ich nicht. Und wenn, ist das wahrscheinlich auf individueller Clubebene Versäumnis gewesen, wenn es dann überhaupt so war. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr früh alle eingebunden. Wir haben natürlich erstmal eine Entscheidungsfindung mit den Clubs finden müssen. Was sind überhaupt die Maßnahmen? Wie kriegen wir das überhaupt sinnvoll hin? Was sind die Maßnahmen, die wir machen wollen? Da sind dann leider im Vorfeld die ein oder anderen Sachen kolportiert worden, teilweise auch an Spieler kolportiert worden, die halbgar waren und deshalb auch zu Missverständnissen geführt haben. In dem Moment, wo wir Klarheit hatten, was wir machen wollen und was ein sinnvoller Weg ist, der ja, Wolfgang hat es erläutert, arg kein Verzicht ist, sondern eine Stundung oder eine Umwandlung in eine erfolgsabhängige und eine Garantievergütung. Als wir das hatten, haben wir sofort alle Spielervermittler, die hatten im Vorfeld schon mit eingebunden. Da war zum Beispiel die erste Aussage auch ähnlich vom Lizenzverfahren. Ihr müsst es ins Lizenzprüfungsverfahren bringen. Ihr müsst es einheitlich machen. Ihr müsst eine Solidarität
der Clubs untereinander schaffen, ihr müsst eine Solidarität der Spieler untereinander schaffen, ansonsten kriegen wir es nicht. Da muss man sehen, die Spielervermittler in Deutschland, die lizenzierten Spielervermittler, die wir in zwei mehrstündigen Diskussionen gesprochen haben, waren A, konstruktiv und vertreten B, über 90% der Spieler. So, dann haben wir in der im zweiten Schritt mit den Spielern gesprochen, haben gesagt, pass auf Jungs, da gab es eine große, auch wieder Telefonkonferenz, 4 Stunden lang mit Aufsichtsrat, mit mir, mit den juristischen Beratern, wo wir von allen Clubs, ich sag mal Schlüsselspieler, Mannschaftskapitän, Mannschaftsrat eingeladen haben. Haben gesagt, pass auf, das sind die Ausgangspositionen, das sind die Prämissen, das sind die Probleme, die wir haben, deshalb wollen wir sie lösen. Die 25% hören sich nach Verzicht an, sind kein Verzicht, sie hören sich nach Pauschal an, sie sind nicht pauschal, weil es in keinem Standort irgendwie, es ist super individuell, weil jeder Standort nachher irgendwo zwischen 75% und 100% dann irgendwie zahlen wird. Aber das muss natürlich auch der Standort vor Ort machen. Das kann nicht der Aufsichtsrat machen, das kann nicht die Liga machen, sondern ich muss natürlich meine Jungs mitnehmen und ihnen das dann erklären. Das mag bei dem einen oder anderen nicht so funktioniert haben, wie es hätte funktionieren sollen. Aber wie gesagt nochmal, wir haben über 4 Stunden mit den Spielern gesprochen und damit war für uns eigentlich auch ganz klar, und da war die klare Ansage, weitere Fragen bitte, eure Verhandlungen, die müsst ihr vor Ort führen, weil ihr habt den Vertrag mit eurem Club, ihr seid die Vertragspartner, das kann nicht die DL, nicht der Aufsichtsrat irgendwie einseitig ändern. Wir können nur an eure Vernunft appellieren und wir können die Notwendigkeit darstellen im Gesamtkontext, dass wir eine gemeinschaftliche Lösung brauchen. Und dann hat das jetzt auch mit ein bisschen Irrungen und Wirrungen. Und dann gibt es den einen oder anderen Spieler, der zu den 10% gehört, der keinen Spielervermittler hat. Und dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, wo der Club mit nicht so richtig oder so schnell genug mit ihm geredet hat. Und dann gibt es halt auch den einen oder anderen Spieler, der es halt auch nicht einsehen will und ein Problem damit hat. Und von daher komme ich darauf zurück, was am Anfang gesagt wurde. Wir haben da auch schon, glaube ich, eine sehr gute, breite Arbeit geleistet und wissen, dass da sicherlich das unsympathisches und kein Winner-Thema ist, so eine Gehaltsumwandlung dann im Laufe der Zeit gut hingekriegt und mit relativ wenig Nebengeräusch, und dass da der ein oder andere nicht begeistert ist, ist klar. Und da hat es auch mal drin innerhalb gerumpelt, obwohl noch nicht mal so richtig gerumpelt hat. Aber wir haben darüber diskutiert. Aber ich glaube, auch da haben die Clubs eine einheitliche Linie gefunden, sodass wir da uns das, glaube ich, nicht anziehen. Und nochmal zum Thema Gewerkschaft vielleicht ganz kurz. Gewerkschaft ist ein großes Wort. Wenn es eine Tarifpartei ist, machen wir, glaube ich, alle drei Kreuze. Dann können wir nämlich über Salary Cap reden, dann können wir über Draft-System reden, dann können wir über übertragbare Spielerverträge reden. Wenn wir dahin kommen, freuen sich alle. Richtig, ne? Also das wäre toll. Dann giert der europäische Profisport und beneidet den amerikanischen Profisport, weil halt alle Kartellrechtsregeln nicht gelten. Ich befürchte, wir werden es weder als Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer schaffen, uns so zu organisieren, dass wir eine Tarifpartei werden. Wenn es eine Interessengemeinschaft der Spieler ist, ist es auch gut. Wenn wir einen Ansprechpartner haben, ist das wunderbar. Wenn die auch eine Legitimation haben, ist das eine wunderbare Geschichte. Wir haben das Captain's Dinner selber vor Jahren ins Leben gerufen, wo die Mannschaftsräte 30, 40 Spieler sind, mit denen wir regelmäßig mal die Themen erörtern. Aber wir müssen halt auch gleichzeitig sehen, wir haben eine andere Struktur als zum Beispiel der Profisport in Nordamerika, wovon die Spieler profitieren. In Nordamerika, warum habe ich eine Gewerkschaft? Um solche Sachen, wie ich eben genannt habe, zu machen. Und um die Einnahmenseite, weil da immer das Gefühl ist, die Eigentümer, die zwacken sich irgendwas ab, die verdienen mit unserer Leistung Geld, weil sie es über das Catering machen, weil sie es über die Parkplätze machen. Da ist so viel Geld, da verdient irgendjemand mit Profisport Geld. In Europa, im Eishockey, ist es so, mit Profisport verdienst du dein Geld, ich mein Geld und die Spieler. Und sonst keiner. Da ist kein Gesellschafter, der irgendwie eine Dividende kriegt oder irgendwie einen Erlös kriegt. Und von daher ist denen ja von vornherein, sollte ihnen klar sein, es geht hier nicht darum, dass ihnen irgendwas vorenthalten wird. Deshalb auch diese Regelung. Es ist nicht, dass wir aus Jux und Dollerei die auf 75% setzen, sondern die Gefahr besteht, dass vielleicht nächstes Jahr nur 75% da sind. Und wenn es 80 oder 90 sind, sind die Clubs die Ersten, die es ausgeben. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Da wird ja nichts zur Seite gelegt, sondern es geht in die Mannschaften. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das zu verstehen, dass wir hier in einem Boot sitzen. Ist es denn so, dass es jetzt eigentlich alle Unterschriften von allen Spielern gab, bei allen Clubs? Also ich muss die Frage ja zumindest mal stellen. Gibt's kein Kommentar, aber du wirst in 2 Wochen sehen, wie viele Clubs eine Lizenz kriegen oder auch nicht. Dann reden wir auch über eine neue Eishockeysaison
Hoffentlich. Mirko, 20, bitte. Wolfgang Brück hat so geschmunzelt gerade. Ich glaube, er wollte was sagen. Ich bin gespannt, wenn er. Er darf nichts sagen. Sonst trete ich ihm verschieden mein. Da gab es ja mal eine Entscheidung des Aufsichtsrates, das nicht zu kommentieren. Genau. Und dann hörte man von einem Spieler der Roosters, dass alle am Seilersee unterschrieben haben. Ja, das ist ja schön, dass wir einen neuen Pressesprecher haben. Das ist ja dann auch mal schön, dass Spieler dann solche doch unternehmerische Entscheidungen mitteilen. Also wie gesagt, von meiner Seite habe ich gesagt, das sind laufende Verfahren, da werde ich sowohl zum Club als auch zum Lizenzierungsverfahren der Liga nichts sagen. Ich finde das natürlich spannend, dass danach gefragt wird. Ich kann das auch verstehen, aber heute werden sie von uns nichts hören. Ja, das ist das Schicksal, schade, das man, ne, in diesen Runden ja immer wieder erleben. Ne? Eigentlich könnten sie noch ein bisschen Werbung dafür machen, aber tun sie nicht. Reden wir tatsächlich jetzt mal über nächste Saison, wenn es sie denn gibt. Das hoffen wir ja alle. Ich glaube, gibt nichts, was wir uns mehr wünschen würden als ein Eishockeyjahr 2021. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es das nicht geben könnte, Falk? Nein, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Und ich bin guter Dinge, dass Leute wie Gernot Trippke oder Wolfgang Brück im Aufsichtsrat irgendwelche Mittel und Wege finden und Konzepte erarbeiten, dass es eine Saison gibt, in welcher Form auch immer. Dass sie vielleicht nicht im September anfängt, dass sie vielleicht mit Geisterspielen startet. Wir hatten mal drüber gesprochen, sie sagen, macht keinen Sinn. Aber vielleicht ist es eine Idee, das zu machen und dann, wenn man dann mit Zuschauern darf, denn das finde ich auch. Spiele müssen mit Zuschauern sein. Besonders im Eishockey. Sonst macht es keinen Sinn. Wir sehen es im Fußball. Da gucke ich mir ein, zwei Spiele an und dann brauche ich das nicht mehr. Deswegen hoffe ich, dass Lockerungen eintreten, dass man mit Zuschauern eine Eishockeysaison durchführen kann. Ohne, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre für die Sportart auch ziemlich katastrophal dann. Seit Mittwoch wissen wir, dass erstmal bis Ende Oktober Großveranstaltungen, wobei man dann nochmal wirklich ins Detail blicken muss, wahrscheinlich nicht stattfinden können. Aber wie ist der Weg, Gernot Trippke, hin zu einer Saison? Geht man da zur Politik und sagt, guten Tag, wir sind die Deutsche Eishockeyliga, hier ist unser Hygienekonzept, hier sind unsere Bedürfnisse, das können wir nicht, könnt ihr uns erlauben, dass wir spielen am 18. September, irgendwann im Oktober oder am 1. Dezember. Wie funktioniert das? Ja, stufenweise. Also wir müssen noch drei Dinge unterscheiden oder zwei Dinge. Einmal das sportliche Konzept, was natürlich jetzt auch schon zusammen mit dem Deutschen Eishockeybund seit Wochen bearbeitet wird und jetzt halt auch akut wird, ist das Thema, wie kommen wir zurück in den Trainingsbetrieb. Also jetzt nicht das Normale, sondern Trainingsbetrieb und auch in den Spielbetrieb, was ja auch dann Nachwuchs- oder Amateurmannschaften betrifft. Also weniger die Frage der Zuschauer betrifft. Das ist das eine Wichtige. Da sind wir, glaube ich, relativ weit. Und die Lockerungen der letzten Wochen haben das natürlich auch schon deutlich erleichtert. Das zweite Thema ist für uns die wirtschaftliche Frage, unter welchen Umständen können wir mit Zuschauern spielen? Da werden sicherlich von uns Konzepte gefragt sein. Das ist bei uns ein bisschen, ja sage ich mal, verschachtelter und diffiziler als vielleicht im Fußball, die Zugriff auf ihr Stadion haben, alle zwei Wochen eine Veranstaltung, eine sehr große haben, aber eine Veranstaltung haben. Bei uns sind viele Spielstätten, ob es in Iserlohn dann 20 Minuten nach dem Spiel die Eisdisco anfängt oder 20 Minuten vorher vorbei war, und das Nachwuchstraining oder ob in der Köln Arena dann am nächsten Tag Madonna spielt. Da sind natürlich ganz andere Nutzungsqualitäten in unseren Veranstaltungsstätten. Deshalb müssen wir da ganz, ganz eng mit den anderen Profiligen, Indoor-Ligen, aber insbesondere natürlich auch mit den Hallenbetreibern zusammenarbeiten. Und wir versuchen da jetzt gerade Konzepte zu entwickeln, die dann auch für die Hallenbetreiber auf alle Veranstaltungen adaptierbar sind und versuchen, das zu kanalisieren, um dann zur Politik zu gehen. Das wichtigste Schritt ist, dass halt am 31.8. erstmal das pauschale Verbot aufgehoben wird. Das heißt, wir können dann vielleicht hoffentlich dann Großveranstaltungen durchführen, wenn wir entsprechende Kontrollen und Hygienekonzepte haben. Und jetzt ist es an uns zu versuchen, diese Konzepte so darzustellen, dass sie dann auch wirtschaftlich Sinn machen. Weil es ist halt Stand heute leider so, dass momentan die Alternative zum Spielen, wie wir es kennen, ist die zweitbeste Alternative ist nicht spielen. Die drittbeste Alternative ist, ohne Zuschauer zu spielen. Und die schlechteste Alternative momentan ist nach den momentanen Vorgaben mit 1500 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zu spielen, die kein Catering machen dürfen, wo keine Toiletten sind. Und dann sind sie noch mehr in den Miesen. Und das ist
das müssen wir jetzt in den nächsten Wochen auflösen, dass wir wirklich mit der gesundheitlichen und mit der politischen Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung eine Entspannung hinkriegen, dass wir zu sinnvollen und ausreichenden Maßnahmen zum Schutz der Fans und der Zuschauer und letztlich dann auch indirekt natürlich der Spieler, dass wir Konzepte entwickeln, dass wir mit einer vernünftigen Anzahl Zuschauern spielen können, dass es A, Spaß macht, da hinzugehen und sich das anzugucken und B, sich dann auch irgendwo rechnet. Allerdings muss man bedenken, wir sind jetzt bei Mitte Juni, haben noch 6 Wochen bis zum 1. August, wo für viele Vereine eine Vorbereitung beginnt, ist ein Termin, Wolfgang Brück, 18. September, vom heutigen Gedankenpunkt überhaupt noch haltbar? So sehr wir uns alle bemühen werden und so sehr wir alle Konzepte entwickeln können und auch werden, hängen wir doch immer letztendlich davon ab, wie entwickelt sich der Virus als solches, wie viele Leute stecken sie wieder an, jeden Tag bekommt man die Fallzahlen, man sieht, es passieren auch wieder Dinge, dass sich wieder Herde insoweit da bilden. Also von daher, ich bin immer von Hause aus sehr positiv, aber ganz ehrlich, ich freue mich auch, wenn wir am 18.10. anfangen oder am 31.10. Also gibt es diese Termine, die immer rumgaukeln in Medien, die sagen, es gibt ein Szenario für Mitte Oktober, es gibt ein Szenario für Anfang Dezember. Gibt es diese Termine im Hintergrund oder wird es wieder von Fall zu Fall, von Situationsveränderung, was das Virus anbelangt, zur Situationsveränderung angepasst? Ja, es gibt natürlich grobe Gedankenspiele, die man dann verfeinern muss. Das kann sich aber jeder letztlich ausrechnen. Wir haben mal gesagt, worst case, eigentlich, wir müssen Weihnachten anfangen, um zumindest eine Hauptrunde spielen zu können. Vorausgesetzt, dass die Weltmeisterschaft 1 oder 2 Wochen verschoben wird, wonach es aussieht. Das ist so ein bisschen die Spanne, die wir haben. Und am 18. September, dann wäre alles gut. Und wie gesagt, ich bin auch, werde bis zum letzten Blutstropfen ist ein doofes Wort, aber ich werde wirklich darum kämpfen, dass wir bereit sind, wenn es irgend möglich ist und wenn wir der Politik irgendwie Mittel und Wege mit auf den Weg geben können, dass die uns guten Gewissens spielen lassen, dann werden wir das probieren, wenn es dann wirtschaftlich und gesundheitlich Sinn macht. Aber klar gibt es Zwischenlösungen und dann kann sich jeder das selber ausrechnen, je weiter man irgendwie von Dezember nach vorne oder vom September nach hinten geht. Ein bisschen kann man mit der Hauptrunde noch machen, aber letztlich wird es dann irgendwo auf Kosten der Playoffs irgendwie gehen, dass man die Playoffs dann irgendwie vielleicht kürzer spielt, eine Runde weglässt, von Best of 7 auf Best of 5 geht und da bringt es jetzt nichts, irgendwie 35 Modelle zu diskutieren. Da muss man sagen, wenn wir irgendeinen Stichtag haben, dann werden wir da das bestmögliche Modell finden. Wir haben letztlich die 52 Spieltage geblockt. Wir haben auch noch die Playoff-Spieltage in den Arenen geblockt. So stehen die uns zur Verfügung, sodass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir, weiß ich nicht, 4 Wochen später anfangen, dann würden wir diese, weil wir werden keine zusätzlichen Termine auch kriegen, wenn wir überhaupt mal spielen können, sondern wir werden dann sagen, pass auf, die ersten 4 Wochen werden dann auf die 8 Spiele oder 10 Spiele werden auf die ersten 10 Playoff-Termine gesetzt. Mhm. Und dann guckt man, wie viel Platz haben wir hinten raus noch. Können wir Best of 5 spielen, können wir Best of 3 spielen, müssen wir die erste Runde weglassen. Aber das ist halt wirklich, da jetzt 35 Plan Bs zu machen, das führt dann auch zu weit, weil wir trotzdem, und das wollen wir auch nicht, weil wir wollen am 18. September spielen mit so vielen Zuschauern, dass es Spaß macht und dass es sich rechnet. Hermann Backhaus, als Sponsor möchte man ja eine Präsenz über ein Jahr erzielen. Das heißt, ein Logo muss gut platziert sein, es muss Aktionen geben rund um so ein Sponsorship, Sie als Hauptsponsor. Ist Ihnen der Startzeitpunkt wichtig oder die Frequenz, wie Sie zu sehen sind? Ja, ich sag mal, wir haben ja jetzt gerade hier mehrere Gedankenspiele schon gehört, wie es so richtig losgehen kann. Man muss ja auch akzeptieren, sage ich mal, als Sponsor, der ja, wie gesagt, an einer langjährigen Partnerschaft auch interessiert ist und ja auch eine langjährige Partnerschaft schon lebt, dass die Konzepte natürlich auch irgendwie funktionieren. Also von der Seite kann ich jetzt so diese grundsätzliche Aussage treffen, dass man natürlich an allen Dingen interessiert ist, was Sie jetzt gesagt haben, an einem langjährigen oder an einer regelmäßigen Darstellung des Logos und der Bank natürlich auch an entsprechenden Terminen. Aber ich glaube, man muss auch als Sponsor sich in dieser Zeit einfach so ein Stück weit im positiven Sinne zurücknehmen. Ich sage das nochmal, es ist eine langjährige Partnerschaft, die viele Sponsoren doch hier auszeichnen, auch gerade ganz bewusst bei den Roosters und im Sauerland. Und von der Seite muss ich wirklich sagen, Wolfgang Brück hat es gerade gesagt, ich freue mich, wenn es wirklich losgeht. Und wenn es dann halt, ich sage jetzt auch nochmal einen Termin, Mitte Dezember ist, dann geht es halt Mitte Dezember los. Ich persönlich würde mir wirklich wünschen, dass die Saison auf jeden Fall, das haben wir gerade auch gehört, auf jeden Fall stattfinden wird. Ich glaube, es wäre ein ganz schwieriges Thema, wenn aus irgendwelchen Gründen es überhaupt nicht gespielt werden könnte an der Stelle. Das wäre natürlich ein Szenario, was keiner sich wirklich wünscht. Also von der Seite
es kommt mir nicht darauf an, dass es am 1.10. losgeht oder am 15.10. oder am 1.11. Hauptsache das. Sondern es muss was stattfinden an der Stelle. Und dann, glaube ich, finden sich auch die Sponsoren in guter und partnerschaftlicher Sicht wieder. Wobei ich sagen möchte auch nochmal, auch das spielt natürlich eine Rolle, man darf auch nicht verkennen hier in der Region, ich kann ja jetzt hier für die Märkische Region sprechen und für Südwestfalen sprechen auch. Es gibt natürlich auch das wurde gerade schon mal deutlich, bestimmt auch den einen oder anderen Sponsoren, der gerne dabei ist, der aber vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen, man ahnt es ja nur, aus wirtschaftlichen Gründen doch vielleicht auch etwas vorsichtiger sich verhalten wird in der Zukunft. Und das trifft natürlich diese Sportart. Wir haben gehört, wie die Strukturen, die finanziellen Strukturen sind, dass Zuschauer eine große Rolle spielen, aber dass vor allen Dingen auch die Sponsoren eine große Rolle spielen. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass dem Mannschaftssport abseits des Fußballs geholfen werden soll. Auch mit Geldern des Konjunkturpaketes, die prinzipiell schon verabschiedet worden sind. Jetzt geht es insgesamt um die Rahmenbedingungen, die festgelegt werden müssen. Das heißt, dass für Unternehmen andere Rahmenzeiten, fangen wir mal an. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass es für den Mannschaftssport abseits des Fußballs Überbrückungshilfen geben soll. Das zumindest ist auch Thema aktuell im Bundeswirtschaftsministerium. Die Herausforderung ist dabei, dass für Unternehmen eine andere Zeitspanne gilt. Die werden erstmal angeschaut über die Monate Juni bis August. Bei Mannschaftssport wäre es dann so, man müsste mal auf ausgefallene Playoffs schauen, man müsste auf die Monate September bis Dezember schauen. Sie stehen schon aufgrund der räumlichen Nähe in engem Austausch auch mit der Vorsitzenden des Bundestagssportausschusses, mit Dagmar Freitag. Haben Sie tatsächlich die Hoffnung, dass Politik am Ende, dass aus dem Konjunkturpaket Gelder auch in die deutsche Eishockeyliga zu den Iserlohn Roosters fließen werden? Also pauschal gesagt ist es, denke ich, so, wenn wir über Rollenverteilung, wenn wir Jobs reden, dass erstmal die Bundesregierung einen großen Job hat, einerseits den Coronavirus mit all seinen gesundheitlichen Folgen und Auswirkungen in den Griff zu bekommen und auf der anderen Seite die damit einhergehenden wirtschaftlichen negativen Konsequenzen abzufedern. Ich denke, da ist eine Menge aus Sinnhaftes und das ist parteiübergreifend, glaube ich, eine Einschätzung passiert. Man nähert sich jetzt in Anführungsstrichen den Bereichen, die, ich sag mal, die nenne ich jetzt mal Brot und Spiele, die sicherlich auch für die Bevölkerung extrem wichtig sind. Spätestens, wenn es dann zu Lockerungen kommt und wenn der Alltag wieder beginnt. Und das ist neben der Kultur sicherlich auch der Sport. Und Sie haben es richtigerweise angesprochen. Wir sind im engen Austausch, die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die einzelnen Clubs, die Standorte über ihr Netzwerk. Und da bekommen wir natürlich schon gespiegelt, dass da ein großer Wille parteiübergreifend ist, entsprechend den Sport auch zu fördern. Auf der anderen Seite, wie gesagt, obwohl ich ein sehr großer Optimist bin, ist immer die Frage, was kommt zum Schluss wirklich bei raus? Ich, wie gesagt, bin im engen Austausch, wir hören viel, aber zum Schluss zählen dann nicht nur die Worte, sondern die Taten und Sie haben es angesprochen. Und ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, ich glaube, wenn da keine Hilfen kommen werden, dann wird es wie in anderen Bereichen des normalen Wirtschaftslebens schon eine Insolvenzwelle geben in den verschiedenen Sportarten. Wir haben über verschiedene Sportarten gesprochen. Wir haben auch sehr früh mitbekommen, dass der Fußball manche Clubs in der ersten Bundesliga am seinen Fahnen schon hingen. Thema Fernsehgelder. Also von daher ist es sicherlich extrem wichtig, dass all diesen guten Vorsätzen und Signalen, die da ausgestrahlt werden, auch letztendlich Zahlungen folgen und die dann auch in Iserlohn ankommen. Dann fragen wir doch mal nach bei Dagmar Freitag, wie die Chancen stehen. Also wird es aus dem Konjunkturpaket Hilfen zum Beispiel für die deutsche Eishockeyliga geben? Ja oder nein? Ja, das ist jedenfalls unser fester Wille und das geht weit über die Sportpolitiker der Koalition hinaus. Egal, mit wem ich von den Kolleginnen und Kollegen rede, die haben fast alle betroffene Vereine in ihren Wahlkreisen und da ist eine große Unterstützung. Wie wir jetzt die Bedingungen und die Antragsvoraussetzungen so anpassen können, dass die betroffenen Vereine auch wirklich in dieses 25-Milliarden-Programm, das im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, reinpassen. Das werden wir sehen müssen. Aber ich kann allen Vereinen wirklich nur raten, sobald die Bedingungen klar sind, stellen Sie Anträge, versuchen Sie bei der ersten Tranche jetzt auch Gelder zu bekommen. Und wenn wir noch etwas anpassen müssen,
werden wir die Letzten sein, die sich nicht dafür auch stark machen werden. Wie müssen wir uns im Moment die Arbeit der Sportpolitik einerseits, aber auch aller anderen beteiligten Ministerien vorstellen, um tatsächlich vielleicht vor der Sommerpause noch eine Antwort zu bekommen, dass dem Sport geholfen werden kann? Was passiert hier im Hintergrund in Berlin? Also im Moment arbeiten nach allem, was ich weiß, in allen Ministerien natürlich die einzelnen Abteilungen auf Hochdruck, um das, was im Koalitionsausschuss festgelegt worden ist, auch entsprechend umsetzungsreif zu machen. Wir werden jetzt sehr schnell Teil 1 beschließen. Das ist die Mehrwertsteuersenkung. Die soll ja zum 1. Juli in Kraft treten. Und kurz danach dann eben auch das Konjunkturpaket, das dann für die betroffenen Vereine die aus meiner Sicht interessantere Variante ist. Aber das Ziel ist, dass wir das möglichst alles vor der Sommerpause noch in trockene Tücher bekommen. Kann es tatsächlich zu einer Anpassung kommen? Das heißt, kann oder können die Vereine, ich sage es jetzt mal ganz flach, eine Extrawurst bekommen? Es geht im Moment gar nicht um Extrawurst. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Die Vereine haben ja nachweisbare Ausfälle. Ich nehme jetzt einfach mal den Bereich der Zuschauer. Das ist ja für die Roosters beispielsweise ein ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich auch für unsere Kangaroos oder andere Vereine. Und das kann man ja nachweisen. Man kann also ganz konkret Einnahmeausfälle nachweisen. Und das ist ja etwas, was in dieses Paket passt. Ob das wirklich ausreicht, um den Verein substanziell zu helfen, das werden wir sehen müssen. Und das werden wir als Sportpolitiker auch sehr, sehr eng mit begleiten. Das kann ich Ihnen versichern. Es ist ja schon bemerkenswert, dass sich die Politik insgesamt so für den Sport engagiert, dass man erstmal überhaupt hineingekommen ist in dieses Konjunkturprogramm. Warum ist es der Regierung im Moment wichtig, der Koalition, den Sport nicht zu vergessen? Ja, ich glaube, das ist ja sehr deutlich geworden, welche Auswirkungen diese Corona-Krise auf die Gesellschaft insgesamt hat. Und der Sport macht für ganz, ganz viele Menschen in unserem Land einen ganz bedeutenden Teil ihres Lebens aus. Entweder als aktive Sportlerinnen und Sportler, die im Verein selber Sport treiben, oder eben aber auch als Fans, die eine Dauerkarte haben, die ganz regelmäßig bei Heim- und Auswärtsspielen dabei sind. Und da ist das für uns selbsterklärend, dass wir natürlich auch die Folgen auf die Gesellschaft abmildern wollen. Im Prinzip wollen wir nicht, dass der Sport in Deutschland in die Knie geht. Am Mittwoch haben sich die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel getroffen, da ja verabredet, dass das Verbot für Großveranstaltungen auch über den 31. August hinaus beschlossen sein wird. Dennoch hat man ja schon den ein oder anderen Aspekt noch zusätzlich genannt, wie mit Hygienekonzepten Großveranstaltungen, die dann von den Gesundheitsämtern vor Ort genehmigt werden, möglich sein könnten. War das ein positiver Tag für den Sport oder ist der Weg für alles abseits des Fußballs zurück zu Spielen mit Zuschauern zu kommen noch ein ganz, ganz weiter? Ich fürchte eher Letzteres, vor allen Dingen, wenn es sich um Veranstaltungen in geschlossenen Hallen handelt. Großveranstaltungen können ja auch draußen stattfinden und ich glaube, dass da Hygienekonzepte möglicherweise etwas leichter umzusetzen sind als in Hallen, wo Menschen dann ja auch eng gedrängt auf den Stehplätzen beispielsweise beieinander sind. Und wir wissen alle, Sport lebt von Emotionen. Und wenn die Emotionen hochkochen, dann fallen im selben Augenblick im Zweifel auch die Abstandsregelungen. Also ich stelle mir das eher schwierig vor. Aber Sie wissen, die Entscheidungen treffen die Bundesländer. Und das ist ja eine weitere Herausforderung. Im Prinzip muss ja wenigstens für Spiele in Mannschaftssportarten eine einheitliche Regelung gefunden werden, die für alle Bundesländer gilt. Sonst wird es ja fast unmöglich, entsprechende Spiele auszutragen bundesweit. Dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Hoffen auf die Überbrückungshilfen und danken Dagmar Freitag für ihre Zeit nach Berlin. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dann sind wir mal sehr gespannt, was passiert. Sagen danke an Dagmar Freitag für diese Informationen aus Berlin, die wir vor dieser Sendung aufgezeichnet haben. Gernot Trippke, wann wissen wir, wann es eine Eishockeysaison 2020, 2021 geben wird? Schätzen, hoffen, wetten. Ja, wetten, also
wie gesagt, wir kämpfen, dass es der 18. September wird. Ich glaube, da werden wir Mitte Juli, Ende Juli eine spätestens Entscheidung treffen müssen, einfach um die ganzen logistischen Dinge auch zu haben, um die Planung zu haben, weil die Jungs müssen dann im August aufs Eis, sie müssen teilweise aus dem Ausland einreisen. Da wissen wir auch noch nicht genau, wie sind die Bestimmungen, Quarantäne etc. Also ich glaube, das ist der Vorlauf, den wir brauchen, 6, idealerweise sogar 8 Wochen. Und da müssen wir die Entscheidung treffen. Und dann hoffe ich, dass wir Mitte Juli nach Abschluss der Lizenzprüfung einen Spielplan haben und guten Gewissens den dann auch rausgeben können, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass man mit Zuschauern wirtschaftlich korrekt spielen kann. Ist es für die kleinen Vereine Wolfgangbrück schwieriger in diesen Tagen als für die großen oder ist es für alle gleich schwer? Da ich keinen großen Club vertrete, kann ich nicht beurteilen. Aber gelegentlich mit großen Clubs reden. Es ist immer schön, ganz nett, wenn man 5 Euro in der Tasche hat, um sich das nächste Bier zu bezahlen. Ich mache das Ganze jetzt, muss aufpassen, 26 Jahre. Und es gab Zeiten in wirtschaftlicher Hinsicht, ich betone in wirtschaftlicher Hinsicht, nicht was das Thema Coronavirus, ich denke, das ist einzigartig für meine Generation, ich habe keinen Krieg miterlebt, aber was diese Einschränkung, was der Coronavirus auch wirklich für furchtbar negative Dinge mit sich bringt. Aber in wirtschaftlicher Hinsicht ist das nicht unbedingt das Jahr, was mir am größten Schweiß auf die Stirn bringt, auch bei einem kleinen Club. Es sind neue Herausforderungen, aber weil man ein kleiner Club ist, und da spreche ich, glaube ich, für viele kleine Clubs in vielen Sportarten, ist man es ja eben gewohnt, auch eben in solchen stürmischen Zeiten vielleicht besonders kreativ zu sein. Und das überrascht einen nicht. Der Anlass, wie gesagt, ist was Besonderes. Aber ich denke, und das ist jetzt wieder mein positiver Ansatz, und der resultiert eben aus den vielen Jahren oder Jahrzehnten, auch da werden wir durchkommen und dann werden wir viel Freude am Seilersee haben. Hermann Backhaus, die Wirtschaft Südwestfalens war schon einmal in der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 arg gebeutelt, viel Kurzarbeit, das ist jetzt nicht anders. Wird, und das nicht nur aufs Eishockey bezogen, wird die Wirtschaft in Südwestfalen dem Sport, egal ob wir über die Roosters reden oder über Basketball in Iserlohn, in Hagen, wird sie helfen können oder ist das ein Einschnitt, der wirklich grob ist? Also wir haben das ja gerade auch schon gehört, die Corona-Krise ist natürlich schon ein Einschnitt, den wir alle so in dieser Generation, in der wir uns ja im Wesentlichen befinden, so noch nicht erlebt haben. Von der Seite ist es, glaube ich, schon eine besondere Zäsur, die wir hier mit der Corona-Krise erleben. Darüber muss man sich auch im Klaren sein, das muss man auch offen aussprechen dürfen. Andererseits bin ich aber auch davon überzeugt und ich bin persönlich auch durchaus optimistisch veranlagt, dass wir hier natürlich nicht nur über Krisen reden wollen an der Stelle. Die Leute brauchen auch etwas anderes insgesamt gesehen. Für mich ein ganz wesentlicher Punkt auch, erlebe ich ja auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern bei uns. Hoffnung, Zuversicht an der Stelle. Unser aktueller Spruch heißt übrigens, morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Etwas ganz Neues an der Stelle. Also die Frage war ja nach der heimischen Wirtschaft hier in der Region. Und ich bin davon überzeugt, dass die für den Sport insgesamt, nicht nur für die Roosters und Eishockey, was Wolfgang hat es gesagt, ein wunderbarer Sport ist hier und eine tolle Atmosphäre immer bietet am Seilersee, dass dort auch eine Partnerschaft entsteht und auch eine Zuversicht entsteht, dem Sport, der für die Region, die ja insgesamt gesehen dann durchaus gebeutelt sein wird, weiter zu fördern und dabei sein wird. Aber jeder Unternehmer muss es für sich selbst entscheiden. Er hat eine große Verantwortung für das Unternehmen, auch für die Mitarbeiter. Und von der Seite ist das eben eine Frage, die jeder Unternehmer entscheiden muss. Ich bin aber persönlich zuversichtlich, dass es hier eine starke Verbindung gibt, weil es über viele Jahre auch gewachsen ist. Das muss man auch dazu sagen. Falk, deine Hoffnung größer geworden, dass wir tatsächlich eine Eishockey-Saison erleben nach dieser Runde? Meine Hoffnung ist größer geworden, ja klar. Also ich hatte immer Hoffnung, habe immer Hoffnung, denke auch positiv. Was mich aber besonders hoffnungsvoll stimmt, ist jetzt, dass Herr Brück gerade sagte, es gab schlimmere Jahre wirtschaftlich. Das heißt ja, er hat Signale oder schon Unterschriften von seinen Sponsoren, dass sie den Roosters treu bleiben, dass also am Seilersee der Sturm so ein bisschen abflaut, vielleicht, hoffentlich. Herr Backhaus hat es auch gesagt, er glaubt, die langjährigen Partnerschaften tragen dazu bei, dass in Iserlohn wirtschaftlich gesehen das solide weiterläuft. Und das finde ich gut. Dann wird Christian Hommel hoffentlich einen ordentlichen Etat zur Verfügung haben, um auch eine Mannschaft aufzustellen, die sportlich dann die Playoffs erreicht, wenn es denn Playoffs gibt.
Da schaue ich noch mal ins Gesicht von Wolfgang Brück, kriege ein Schmunzeln und wir reden gleich drüber mit Christian Hommel über den Sport. Falk, du bleibst noch an dieser Seite. Bedanke mich bei Hermann Backhaus, bedanke mich bei Wolfgang Brück und ganz besonders bei Gernot Trippke, der den Weg aus Neuss angetreten hat. Das war Teil 1 des Märkische Bank Eishockey Talks. Teil 2 folgt gleich. Vorher aber gehen wir trainieren. Felix Tötsch hat das gemacht, gemeinsam mit Tim Fleischer. Wir sind hier gerade bei B2B in Dortmund, unser Fitnesspartner. Die Trainer sind auch während der Saison immer in der Eishalle bei uns und halten uns fit. Ja, und im Sommer geht es eigentlich darum, dass wir, da wir jetzt nicht aufs Eis können im Moment, uns so gut wie es geht fit halten, auch noch ein paar Gewichte zulegen und auch einfach stärker werden, sodass wir gut in die Saison starten können. Hier sind wir von montags bis freitags, machen hier die Krafteinheiten, haben dann noch zu Hause Ausdauerpläne, also sind da auch gut versorgt. Mittwochs folgt hier dann eine Ausdauereinheit, aber es macht viel Spaß und wir freuen uns dann, dass wir bald möglichst wieder aufs Eis gehen können. Wir haben jetzt hier heute eine Gruppe von 4 Leuten. Hier gerade 2 Stunden vorher war schon eine Vierergruppe da. Also so, dass alle untergebracht werden und auch alle individuell dann das machen können, was ihnen am besten tut und womit sie sich am besten identifizieren können, um dann auch möglichst gut in die Saison zu starten. Die Roosters sind also endlich wieder im Training, zumindest im Trockentraining. Off-Ice nennt sich das Ganze. Das ist zumindest ein bisschen Hoffnung, auch im Hinblick auf, ja, es könnte eine Eishockeysaison geben. Darüber haben wir ja im ersten Teil dieser Sendung schon ein bisschen philosophiert. Jetzt sitzen wir in etwas anderer Runde zusammen. Begrüße herzlich Christian Hommel, den sportlichen Leiter der Iserlohn Roosters. Falk Bleskin von der Westfalenpost ist bei uns geblieben. Und Christian, wenn wir denn schon den Tim gesehen haben, wie er im Schweiße seines Angesichts gearbeitet hat, wie schwer ist es für einen Spieler im Moment, Fitness aufzubauen, ohne zu wissen, wann du wirklich vorbereitet sein musst? Nicht einfach. Der Sommer wird prinzipiell immer länger, von Monat zu Monat, wo man dann die Eisen rumschmeißt und kein Eis unter den Füßen hat. Aber in dem speziellen Fall, in dem wir uns gerade befinden, wird's dann wirklich irgendwann tückisch, auch mental. Aber die Jungs machen einen hervorragenden Job und bislang nur positives Feedback, auch von den Coaches. Reden wir über den Arbeitsalltag eines sportlichen Leiters bei den Iserlohn Roosters, der im Prinzip in der vorletzten Saison Co-Trainer war, jetzt sportlicher Leiter in der schwersten Situation, die man sich vorstellen kann, weil wir alle noch nie eine Pandemie erlebt haben. Wie schwer ist der Job gerade? Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, dann war das erste Jahr natürlich auch nicht ganz so, wie wir uns das dann vorgestellt haben. Es war natürlich mit Carsten seine Situation nicht einfach. Dann erhofft man sich natürlich, dass man eine positive Saison gestaltet, die am Ende dann meines Erachtens nach viele positive Aspekte auch hatte, aber mit der Platzierung 13 nicht zufriedenstellend. Und mit der Situation jetzt, wo man eigentlich dann so im Dezember, Januar denkt, jetzt greifen wir richtig an schon mal, weil, wie Herr Brück auch schon mal erwähnt hat, gehen da dann auch die ersten Gespräche los, wird man schon wieder ausgebremst. Und es wird nicht einfacher oder es war nicht einfach bis dato. Da wünschte man sich dann doch, man wäre vielleicht noch mal Trainer, weil dann bekommt man nicht immer ganz so viel mit. Aber wenn du natürlich in so einem Büro sitzt und noch viel mehr telefonierst als sonst, dann bekommt man schon einigen Wind mit. Aber ich denke, wir haben das bis dato bravourös geleistet. Wie sieht dein Arbeitsalltag im Moment aus? Viel telefonieren, viele E-Mails. Man ist natürlich immer noch im Kontakt mit allen Agenten. Man spricht mit Spielern, man erklärt jedem die Situation, wie sie gerade für uns ist. Auch die eigenen Spieler, natürlich mit der Stundung, die dann nach unterschrieben wurde, waren viele Fragen da und berechtigte Fragen. Aber die haben wir uns dann auch genommen, die Zeit, um es bestmöglich zu beantworten. Falk, wie hast du Christian in den letzten Wochen und Monaten erlebt? In seiner Arbeit, die er angetreten ist, mit all den Herausforderungen, ja auch den sportlich schweren Tagen der letzten Saison und in dieser Sommerpause? Ich habe ihn eigentlich erlebt, wie ich ihn als Spieler auch erlebt habe. Also als einen, der offen kommuniziert, als einen, der angreift, der auch mal
kritische Töne anbringt, wenn ihm irgendeine Berichterstattung nicht gefällt oder so, dann brummt das Handy und eine WhatsApp trudelt ein und kein Beschimpfen, aber schon direkte Ansprache. Sehr sympathisch. Ich finde das sehr sympathisch. Und ich glaube, dass Christian darüber hinaus einfach einen tollen Job gemacht hat in den letzten Monaten. Und da bin ich mir sehr sicher, dass er den jetzt auch machen wird. Du hast ja, Christian, insbesondere auch über das Thema Kommunikation, nicht nur vereinsintern, sondern vor allen Dingen auch nach extern, sehr intensiv nachgedacht, als du den Job angetreten bist. Wie erlebst du selbst, wie sich das Verhältnis zu den Fans, die Ansprache an die Fans verändert hat? Ich kann jetzt nicht wirklich ein finales Urteil darüber fällen. Da müsste man die Zuschauer selber fragen. Ich denke schon, dass wir in den letzten Monaten versucht haben, wirklich offen zu kommunizieren, wie Falk das dann auch erwähnt hat, dass wir ehrlich und offen kommunizieren. Vielleicht nicht immer on time, wie man so schön sagt, aber wir sind wirklich bemüht gewesen, dass wir so oft wie möglich Informationen rausgeben. Ich denke, unsere Anhänger haben auch das Recht, im Endeffekt mit in viele Fällen mit eingebunden zu werden. Ich denke, es ist positiv verlaufen, so wie wir es dann gemacht haben. Aber wir nehmen natürlich auch gerne immer Verbesserungsvorschläge an. Gibt es welche? Verbesserungsvorschläge? Ja klar, aus meiner Sicht einfach schneller und noch offener über neue Spieler sprechen. Ja. Aber ich habe natürlich auch Verständnis, dass es Themen gibt, wo Christian oder wo Wolfgang Brück oder auch Jason als Trainer, wo die einfach sagen, komm, ich erzähle jetzt hier 0815 irgendwas, weil da kann ich Stand jetzt gerade nichts zu sagen, mache das dann aber einen Tag später oder eine Woche später, keine Ahnung. Wir könnten ihn jetzt mal testen. Mach mal. Ich habe vor 3-4 Wochen, glaube ich, so lange ist es schon her, habe ich über Twitter eine Anfrage gekriegt, Christian. Also wenn ich Christian Hommel nächstes Mal treffe, jetzt ist es Auge in Auge, das erste Mal tatsächlich seitdem, soll ich ihn nach den Spielern Kevin Reich, Mike Calmo und Luis Certa Gossage oder Gossage, keine Ahnung, Christian wird es wissen, wie man ihn ausspricht, fragen, was ist mit denen? Dreien. Was ist mit Letzterem? Machen wir den mal. Kennst du den? Ich denke, du wirst der Erste sein, der was erfährt, sobald sich etwas auftut. Auf jeden Fall. Ja. Also ich muss auch nochmal zu dem Thema, was er gesagt hat, dass ich natürlich auch mal ein bisschen forsch war in der Saison, vielleicht über die Berichterstattung. Ich glaube, Falk wird es bestätigen, natürlich auch in den Emotionen oder wenn auch nicht vielleicht immer alles so hundertprozentig so wiedergegeben wird, wie man es vielleicht gesagt hat, kommt man trotzdem am Ende des Tages immer wieder freundschaftlich aus dieser Nummer heraus. Und ich glaube, es muss halt ab und zu auch mal knallen. Aber es ist immer ehrlich und gerade heraus. Und das ist im Endeffekt so, wie ich mit Spielern, Trainern kommuniziere, möchte es natürlich auch mit den Medien machen. Sie wissen, denke ich mal, dass man aus mir immer mal was rauskitzeln kann. Aber ich habe auch von meinem Vorgänger sehr, sehr gut gelernt und habe mir da einige Sachen angenommen, was die Kommunikation zu den Medien angeht. Du hast auf jeden Fall jetzt wunderbar das Thema gewechselt, ohne eine Antwort zu geben auf das darauf, was Falk gerade gefragt hat. Ich würde gerne an einem Punkt nachhaken. Hat sich der Blick auf einen selbst verändert? Also du stehst anders im Mittelpunkt, als du das als Spieler gemacht hast. Da konntest du der verrückte Homsi sein. Jetzt blicken alle auf dich in der Managerrolle. Du hast die Kommunikation angesprochen. Ist es schwer, sich manchmal im Griff zu behalten? Ja. Aber ich denke, bei den meisten Menschen ist es ja so, umso älter man wird, umso ruhiger wird es dann auch mal. Wenn ich meine Kinder sehe, die erheblich größer und älter geworden sind und wie schnell das geht, alter ich natürlich auch ein bisschen mit. Es gab mal einen Spieltag, wo ich dann auch hinter den Schiedsrichter her bin, aber grundlegendlich kann ich natürlich nicht wie die Axt im Walde mich verhalten, sondern ich muss natürlich auch, genauso wie ein Trainer auf der Bank, irgendwo in den Emotionen geladenen Situationen und Wochen auch die Ruhe behalten, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann in so einer Position wirklich nicht wie der Spieler in den vergangenen Jahren, dass man da kontinuierlich jede Woche irgendwo auf die Trommel haut. Von daher, ich denke, das habe ich einigermaßen gut hinbekommen, aber ich glaube, das
generell Potenzial nach oben ist. Aber wir haben wirklich viel Gas gegeben. Ich habe viel Gas gegeben, um auch dieses Netzwerk aufzubauen, um Sachen, die, ja, die gelernt werden müssen, dass ich sie schneller erlerne. Und ich bin vollen Mutes, dass ich auch die Arbeit weiter souverän ausführen kann. Jetzt wartet die Herausforderung der neuen Saison. Wir haben im ersten Teil schon über das Moratorium, was Spielerverpflichtungen anbelangt, gesprochen. Bis zum 30. Juni. Wolfgang Brück hat ja mal zugegeben, dass es diese Situation tatsächlich gibt. Habt ihr in dieser Unterbrechung gearbeitet hinter den Kulissen? Und es ist viel mehr geklärt? Oder ist es so, dass du tatsächlich schlaflose Nächte hast, weil du eben noch nicht weißt, wie deine Paradeformation im Sturm aussieht? Nee, wir haben im Endeffekt eine Prioritätenliste an Spielern für die offenen Positionen. Wir sind in Kontakt, wie vorab schon mal erwähnt, mit Agenten, wie aber auch Spielern, um einfach auch unser Konzept, unseren Verein vorzustellen. Und wir halten uns natürlich auch an diesem 30.06. Da halten wir uns dran, dass wir da nichts machen. Ich denke, das ist auch nur legitim, weil in einer Lizenzierungsphase, wo man natürlich auch einen vernünftigen Haushaltsplan vorlegen muss, dort willkürlich Spieler zu verpflichten, würde das Ganze ja wieder verwischen irgendwo auch vielleicht. Ich denke, die Ruhe ist erstmal gut, um dann nachher in den Sturm überzugehen. Weißt du denn, was du im kommenden Jahr ausgeben kannst für den Spielerkader? Ja, wir haben eine Richtlinie. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch im Nachgang nochmal mit neueren Sponsorenverträgen, wir aber auch Zuschauer wissen wir nicht, wie läuft es, kann sich das natürlich auch wieder justieren zum Guten. Zum Schlechten denke ich nicht, aber es ist natürlich weniger als in den Jahren zuvor. Aber wie soll es auch anders sein? Ich glaube, das wird ein ligaweites Phänomen sein. Reden wir über den Trainerstab und über Jim Midgley, Jason O'Leary, die beide im Moment in Kanada sind, mit denen es ja glücklicherweise über Internet dann einfach ist zu kommunizieren. Wir müssen aber auch über eine Position reden, die dir immer ganz persönlich sehr wichtig war. Das war die Frage des Torhüter-Trainers. Noch gibt es da einen großen unbesetzten Stuhl in der Trainerkabine. Wird der besetzt werden können? Ja, den werden wir besetzen. Hier war aber im Endeffekt dasselbe Szenario wie mit den Spielern. Ohne eine Richtlinie, wie sich der Etat jetzt in die Situation, wo er sich hinbewegen wird, wollten wir erstmal Ruhe walken lassen, wirklich um unsere Hausaufgaben zu machen. Und wir sind aber jetzt schon dran, auch hier mit unseren Top 3, 4 Kandidaten zu sprechen. Und wir werden diesen Stuhl besetzen. Dann haben wir da zumindest mal eine kleine Neuigkeit erfahren. Er könnte ja jetzt den Namen eigentlich schon mal raushauen. Ne? Jetzt fängt er wieder an mit 3, 4 Erinnerst du dich an das, was wir im September gemacht haben? Da hat er mich immer aufgezogen mit diesen speziellen Fragen. Also, Mirko, gibst du uns was? Mirko, das ist ja, was ich meine. Und da muss man sich ja nicht wundern, wenn man da auch mal aus der Haut geht. Man reicht Falk den kleinen Finger und ja, du siehst, was passiert. Ja. Normalerweise bin ich immer derjenige, der den Ärger kriegt. Insofern schön, dass du da bist, definitiv. Reden wir über Jason O'Leary. Ich habe ihn kennengelernt als sehr sympathischen Kerl, sehr antriebsstark, der viel macht, aber der über die Saison auch manchmal so diesen kleinen Hauch zu negativ in mancherlei Situationen, ob der eigenen Arbeit und manchmal auch ob des mannschaftlichen Erfolges war. Ist das eine Beobachtung, die du auch so ein ganz klein wenig gesammelt hast oder hast du ihn anders erlebt? Nee, ich würde dir vollumfänglich zustimmen. Genauso habe ich ihn auch erlebt, als einen sehr akribischen Arbeiter, auch teilweise auch so eine Art Missionar, habe ich so den Eindruck. Also wie er uns nach Spielen oder beim Training, bei Pressekonferenzen erklärt, das Spiel zu erklären versucht, finde ich sehr beeindruckend, also wie viel Zeit er sich da auch nimmt. Aber ich glaube auch, dass er so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also den Standort Iserlohn hat er manchmal, hat er noch nicht so ganz verinnerlicht, hatte ich so den Eindruck. Also, dass man mit wenig Mitteln viel erreicht, das macht er. Er bindet Jugendspieler ein. Aber so ab und zu hatte ich so den Eindruck, da, ja, weiß ich nicht, da dachte ich, ja, okay, du bist halt hier in Iserlohn. Ne? Das ist, also da kannst du nicht jetzt aus dem Vollen schöpfen. Da muss man auch vielleicht mal die eigenen Ansprüche so ein bisschen relativieren. Er ist halt super ehrgeizig, will unendlich viel erreichen. Und lieber gestern als übermorgen? Genau, möglichst schnell. Und da
Nee, anpassen muss er sich eigentlich nicht. Also, er soll so bleiben. Ich finde, er soll so bleiben, weil das bringt am Ende den Erfolg. Ja, und wenn er dann mit irgendwem auch mal kontrovers diskutieren muss, weil er sich vielleicht in Schweizer Zeitungen etwas zu kritisch geäußert hat, dann muss er das aushalten. Und dann muss aber auch die Clubführung das aushalten. Und die sollen sich freuen, dass er da ist. Manchmal ist ein unangenehmer Geist in mancherlei Situation ja auch einer, der einen weiterbringen kann, oder? Ja, ich glaube, was Falk beschrieben hat, ist natürlich auch, wenn wir das große Ganze sehen, ist, es war eine sehr, sehr emotionsvolle Saison. Wenn wir überlegen, dass ein Trainer kommt, der hat einen Kader, so, und dann ist ein Spieler wie Dane Todd als Beispiel, der als ausländischer Powerplay-Verteidiger, Rechtsschutz, der sowieso schwierig sind zu bekommen, spielt gerade mal 16 Spiele. Dann mit Marco Friedrich die Situation. Das heißt, wir sind natürlich da auch jede Woche oder alle zwei Wochen immer wieder auf was gestoßen, was uns wehtut als Verein. Und von daher kann ich ihn natürlich manchmal verstehen, wenn er da so ein bisschen auch mal biestig rüberkam. Aber Falk hat es richtig gesagt, hochakribisch alle gearbeitet. Anders Jim und Jason. Man konnte ihnen nie vorwerfen, dass sie in irgendeiner Phase der Saison, ob mal gewonnen oder verloren, dass sie irgendwo Leine gelassen haben. Und das ist etwas, was sie ausgezeichnet haben. Aber wir wissen natürlich auch, und das haben wir auch kontrovers diskutiert in der Saison, wie aber auch nach der Saison, was mich gestört hat, was verbesserungswürdig wäre. Aber im Endeffekt auch hatten sie die Chance zu sagen, was sie an mir vielleicht oder was sie von mir erwarten würden, noch mal mehr. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man in die ehrliche Kommunikation geht, um dann wirklich für die neue Saison ja, mit neuem Elan reinzugehen. Aber der Jason, der tigert, oder? Weil er nicht weiß, wann es losgeht und welche Spieler er hat und überhaupt. Ja, man braucht auch hier als Manager ja, die Engelszunge. Und es ist nicht immer ganz so verständlich für einen Trainer, weil auch hier ist es so wie bei Falk, der kleine Finger und die ganze Hand. Aber ich wäre, glaube ich, nicht anders, weil man ist immer unter Strom, auch als Trainer. Und man möchte dann eigentlich oftmals mehr als geht. Aber manchmal sind wir halt dann auch am Limit. Was Informationen, Spieler, ich meine, ich weiß, wie die Trainer ticken. Und das ist das Schöne. Ich weiß dann auch jetzt am Ende, wie ich mit ihm umzugehen habe. Wie der Trainer tickt, ist ein ziemlich gutes Stichwort. Daheim ist er, in Kanada, habe ich gesagt. Und vor der Sendung, das ist auch das Gute, haben wir feststellen dürfen. Ihm geht's gut, er ist gesund. Und ein ausführliches Interview mit Jason O'Leary aus seiner kanadischen Heimat gibt's jetzt bei uns im Märkische Bank Eishockey Talk. Da ist der Cheftrainer der Iserlohn Roosters, Jason O'Leary, daheim in Kanada. Wo genau erwischen wir dich denn eigentlich? Ja, ich bin genau in Fredericton, New Brunswick. Es ist auf die Ostenseite, nicht so, ja, vielleicht 8 Stunden von Montreal. Dann haben wir eine kleine geografische Einordnung und wir hoffen, dass du und die Familie alle so gesund sind, wie du dir das wünschst. Ja, das ist ziemlich einfach bei mir. Wir haben nicht so viele Leute. Es ist nicht wie in Deutschland oder in anderen großen Orten. Das ist ein kleiner Staat und wir haben viel Distanz zwischeneinander. Darum ist es nicht so schwierig mit dem Virus im Moment. Wie hast du diese letzten Wochen und Monate ganz persönlich für dich mit der Familie, deinen Eltern, die ja in deiner Nähe sind, erlebt, Jason? Das war schwierig am Anfang, weil ich muss für 14 Tage daheim bleiben, ich kann nicht draußen gehen. Aber nachher war das ein bisschen so, dass ich könnte meine Eltern ein paar Mal treffen und einkaufen gehen für ihnen, weil die ältere Leute darf nicht draußen gehen. Aber das ist schwierig, meine Kinder sind immer noch in der Schweiz, das ist nicht so einfach. Die wohnen dort mit ihren Müttern und die haben auch ein Quarantin gehabt. Die könnten nicht draußen gehen. Die haben ein paar Nachbarn, die waren auch krank mit dem Virus und mussten die dann drinnen bleiben. Aber ich glaube, das ist ein, schwierig zu sagen, eine gute Sache, weil wir müssen alle ein bisschen Rückstand nehmen und ein bisschen einen Schritt rückwärts nehmen und sage, okay, was ist wichtig für uns? Was ist für uns vielleicht Gesundheit natürlich, Familie, das ist natürlich auch wichtig und
das ist vielleicht etwas für die ganze Welt, ein bisschen ein Wake-up-Call. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Also es wird sich auf jeden Fall was verändern, genauso wie wir ja jetzt miteinander über eine Internetleitung quatschen. Wer hätte das vorher irgendwann mal für möglich gehalten? Den Kids geht's aber auch gut in der Schweiz, aber ich kann mir vorstellen, Papa vermisst sie sehr. Das ist schon hart, wenn man seine eigenen Kinder 4 Monate nicht in Augenschein nehmen kann, oder? Ja, das ist für mich der größte Punkt. Es ist nicht so einfach, wenn ich muss hier bleiben und kann ich nicht, auch mit dem Flug kann ich nicht nach Schweiz gehen. Ich darf nicht. Die Grenze war geschlossen, vor allem gegen nordamerikanische Leute. Aber wir reden oft und mit FaceTime natürlich und mit anderen Sachen. Wir texten jeden Tag und dann ich weiß, dass sie sind gesund und ja, die haben angefangen mit der Schule, das war ein großer Punkt für ihnen auch. Jetzt können die nach der Schule gehen mit Freunden und alles. Und ja, es ist einfach, das Distanz ist nicht so gut, aber es ist Leben und wir müssen weitergehen. Genau, wir müssen alle damit leben, egal wo wir sind. Ob bei dir in Kanada, deine Kinder in der Schweiz, wir in Deutschland. Es ist tatsächlich überall so. Reden wir über Eishockey. Hast du das Gefühl, dass es tatsächlich irgendwie so wie mittendrin in einer Vorbereitung ist? Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir schon im Juni sind und theoretisch, rein theoretisch, in 2 Monaten eine Eishockeysaison beginnen könnte. Ja, also es gibt viele Sachen, die haben eine Rolle in dieser Entscheidung. Ich glaube, die Government muss etwas sagen. Die müssen auch einverstanden sind, dass wir können mit Leuten reingehen in die Eishalle, dass wir können zusammen trainieren. Die haben erst angefangen mit der NHL diese Woche auf das Eis zu gehen und Es ist so schwierig zu sagen, was die Entscheidung ist, weil jeder Kanton und jede Bundesland hat ihre Möglichkeiten. Und ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, was passiert. Ich habe 3 oder 4 verschiedene Plans gemacht, wenn wir anfangen, was wir machen können für Spiele und Trainings und wann sollen wir reinkommen in Iserlohn und was machen wir mit den Spielen. Aber das ist ein großes Fragezeichen und wir müssen alle ein bisschen warten, ein bisschen mehr Geduld haben, aber ich glaube, dass wir sollten in 2 Monaten, das wird schwierig sein. Ich glaube das auch. Wie läuft gerade auch die Zusammenarbeit zwischen dir, Christian Hommel als Manager und Jim Midgley als Co-Trainer? Midge, wir sprechen fast jeden Tag, natürlich über das System. Wir haben die Spiele wieder geschaut. Wir sprechen über Spiele, aber im Moment können wir nicht so viel machen. Mit Christian, wir reden über auch ein Torhüter-Trainer, was wir machen in Zukunft. Aber im Moment, die ganze Liga hat ein Freeze über die Spielervertrag und können wir keine Spiele unterschreiben, das ist okay. Aber wir müssen auch einen Plan haben, wenn das 1. Juli fängt an, okay, wann können wir einen neuen Spieler finden? Haben wir einen Weg, wo wir gehen und was wir machen müssen? Und ja, es ist trotzdem wie normal, muss man sagen, in der Offseason, aber auch ein bisschen komisch, wie das funktioniert, weil wir müssen immer warten und wie kommt das Budget an und wann fängt die Saison an, wann fängt die Vorbereitung an, was passiert, wenn wir haben ein Spieler, der krank ist, wir haben so viele Sachen zum Überlegen und wir sind nicht Profis in diesem Bereich, ich meine mit den medizinischen Sachen und wir müssen erst abklären, was und was können wir machen, was die beste Lösung für die Spieler. Man, es gibt so viele Sachen, dass wir müssen überlegen, aber wir sprechen fast täglich oder wöchentlich darüber und hoffentlich können wir eine Lösung finden. Die Basis der Mannschaft, die steht ja glücklicherweise. Da habt ihr viel gute Arbeit geleistet. Mit Alex Gagné steht auch fest, dass ein Leistungsträger zurückkommt. Du hast ja gerade schon angesprochen, alles andere wird sich erst wieder ab dem 1. Juli regeln lassen. Macht dir das Sorgen in einer so wichtigen Saison, dass man im Moment so wenig in der Hand hat? Oder sagst du, nein, wir sind gut vorbereitet für diesen Termin, 1. Juli? Ja, es gibt verschiedene Einfluss über diese Sachen. Das liegt an die Budget für die Mannschaft.
welche Spiele sind frei. Also es gibt Spiele, die haben sicher vor dem Roster Freeze unterschreiben und wir wissen nichts. Es gibt verschiedene Spiele, die haben ein bisschen Angst zu anfangen. Und ich glaube, dass wir sind an einem guten Weg. Aber das kommt raus, schauen wir mal. Ist es aus deiner Sicht eine gute Entscheidung in einer Saison, ja, wo es so viele Herausforderungen gibt, der Coronavirus, niemand weiß, wann man wirklich beginnen kann, wie eine Vorbereitung aussieht. Ist es aus deiner Sicht eine gute Entscheidung der Deutschen Eishockeyliga, in dieser Saison schon mit Auf- und Abstieg zu beginnen? Oder hätte man das versuchen müssen, um jeden Preis auszusetzen und ein Jahr zu verschieben? Es ist ganz persönlich, Jason, persönlich. Persönlich für mich, es ist eine schwierige Sache, da wieder zu anfangen mit der Abstieg und Aufstieg, weil bei unserer Mannschaft ist es nicht so einfach mit dem Budget, mit welches Spiel kommt und bleibt und geht, mit wie viele Leute wir haben in die Eishalle, wie viele Leute kommt, wie viel Unterstützung wir haben. Das ist sehr schwierig. Aus meiner Sicht, das wird eine gute Sache, wenn die League ist ein bisschen breiter. Und das heißt, vielleicht eine andere Mannschaft oder zwei andere Mannschaften reinkommt, macht das ein bisschen größer und festbleiben, weil das Konstanz, das können ein paar mehr Mannschaften in den Norden reinbringen. Das wird auch eine riesengute Sache sein. Wir können zwei Divisionen haben und kreieren ein bisschen mehr Derbys, wo wir spielen vielleicht gegen Düsseldorf, Krefeld, Köln, ein paar mehr Spiele und dann hast du mehr Chancen für die Leute, diese Gegner zu sehen, weil es ist immer ein super Spiel und ein super Gegner. Das wird die beste Lösung aus meiner Sicht sein, aber hoffentlich die DL, die wissen, okay, wir merken, das ist nicht ein einfach Jahr, vielleicht wir warten ein Jahr, ich weiß es nicht, aber das liegt an der Liga und die Geschäftsstelle und schauen mal, was die entscheidet. Gibt es für dich einen Plan, also einen Zeitpunkt, wenn du nach Deutschland, nach Iserlohn zurückkehren wirst, oder ist es auch noch offen, komplett offen? Es ist alles offen im Moment, wenn die Grenze offen ist, wenn ich kann zurückkommen, wo ich bleibe, wo ich stehen muss, was muss ich machen. Das sind alle die Fragen, dass wir müssen eine Antwort finden für diese Sachen. Weil für jeden Spieler auch, wann kommen die zurück? Wie lange müssen die in Quarantäne bleiben? Müssen die für 2 Wochen? Weil das mit der NHL haben die Gerichte ein paar Regeln vielleicht beendet, dass die Spieler können zurückkommen. Aber ich glaube, das wird sicher nicht der Weg sein für Deutschland und für mich bin ich offen zurückzukommen morgen, aber es liegt an was ist machbar und was ist erledigt und hoffentlich in ein paar Wochen haben wir eine bessere Antwort für alle. Bist du im Moment intensiv mit den Jungs von B2B in Kontakt, um zu wissen, wie deine Jungs, die schon fest im Kader stehen, wie es denen geht, ja, wie gut sind die Jungs drauf? Ich bekomme jeden Tag ein, wie sagt man, Report, wie die haben trainiert, wer hat hart gearbeitet, wer hat weniger gearbeitet, wer war da, so eine Check-in-List. Und ich rede oft mit Björn und mit Olli und auch mit der ganzen Staff dort, wie die Spieler trainieren, weil das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch eine andere Situation, wo die Spieler, die wissen nicht genau, was passiert. Wann sollen wir unser Plateau finden? Wann sollen wir unser Peak finden? Und es sind sehr, sehr schwierige Zeit auch für die Spieler zum Trainieren. Vielleicht ist es 2 Monate, vielleicht das dauert 4 Monate, bis wir spielen. Man weiß es nicht. Und das ist schwierig zu motivieren für ihnen. Und das begreife ich auch. Aber hoffentlich, die haben die richtige Mindset und die richtige Leistung. Ich glaube, dass sie machen einen super Job mit B2B. Das ist die beste, das aus meiner Sicht in der ganzen Land zum Trainieren und mittrainieren und die fordern die Jungs sehr, sehr gut und hoffentlich das ist eine Situation, wo wir sind bereit am Anfang. Abschließend, Jason. Im März, April hast du deinen Vertrag am Seiler See verlängert. Dann gab es nochmal Gerüchte von Schweizer Zeitungen veröffentlicht, dass da einen Kontakt gab
um in die Schweiz zu gehen, in die National League. Bist du ganz zufrieden mit dem, was du im Moment hast, oder trauerst du einer vielleicht vergebenen Chance in der Schweiz noch ein bisschen nach? Ich schaue jeden Tag nur auf heute, was passiert heute. Ich bin nicht, niemand hat mit mir Kontakt gehabt. Ich habe nur mit Journalisten gesprochen, nicht deine Mannschaft. Ich bin konzentriert auf was ich mache im Moment, jetzt gerade, und nicht was passiert in der Zukunft. Und im Moment für mich ist Iserlohn eine Priorität, und darum ich bleibe da. Dann danken wir für deine Zeit. Bei dir am frühen Morgen, bei uns am Nachmittag, und wünschen Jason O'Leary und der ganzen Familie alle Gesundheit dieser Welt, auf dass wir uns bald wiedersehen am Seilersee. Dankeschön, Jason. Danke vielmals. Ich wollte an alle die Leute zu Hause viel Gesund wünschen und viel Glück für diese Zeit. So, dann haben wir noch zwei Seiten und dann sind wir durch. Liebe Freunde. Kommt noch was? Ja, bisschen leider noch. Lässt du weiterlaufen, Hatti? Sagt Jason O'Leary mit Corona-Bart, wie ihn andere sich auch angeschafft haben, und entspannt aus seiner kanadischen Heimat. Dann haben wir ihn mal wieder gesehen, unseren Chefcoach. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, der ist entspannt. Und warum soll er auch nicht entspannt sein? Schön in der baut gerade in der Garage, darf man nicht vergessen. Also alleine das würde mich stressen. Na, ich glaube, da kann der mit umgehen. Ein kanadischer Naturbursche ist, der baut gerne eine Garage. Und was er so erzählt hat über seine kanadische Heimat und so, da würde ich auch sehr entspannt sein. Ganz glaube ehrlich. Ich auch. Und glaube er weiß auch. Ja auch, dass er hier in Iserlohn kompetente Menschen hat, wie Christian, wie Wolfgang Brück, die jetzt an dem Kader basteln und alles dafür tun, dass die Saison irgendwann losgeht. Exzellentes Stichwort. So mal Butter bei die Fische. Wann steht denn jetzt der Kader? Also bis zum 30. muss noch warten. Und wann wissen wir dann, wer noch kommt? Steht ja schon alles. Dann sag es uns doch mal, wie es aussehen wird. Ja, wie gesagt, wir hoffen natürlich jetzt, wenn dann das Lizenzierungsverfahren abgehakt ist, hoffe ich mir natürlich schon, dass wir ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen können. Aber sobald es News gibt, seid ihr zwei die Ersten, die es erfahren. Dass dieser Mann im Fernsehen tatsächlich zu Lügen bereit ist, ne, ist unglaublich. Aber wir setzen in jedem Fall auf Tore. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wir beiden zumindest. Ist genug Geld da, um Tore zu kaufen? Gut, nach der Saison war natürlich die Kernaussage, dass wir mehr Scoring brauchen. Plakativ würde ich aber jetzt nicht sagen, dass ich nur nach Leute schaue, die viele Tore geschossen haben, sondern das Große und Ganze muss immer noch passen. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht jetzt im letzten Jahr, was Scouting angeht, was aber auch die Einschätzung der Ligen angeht. Wo holen wir die Leute her? Was könnte passen? Ich denke, dass wir da einen Schritt weiter sind. Und wie gesagt, das große Ganze muss passen, aber mit Sicherheit, wie du richtig sagst, wir brauchen mehr Tore. Weil am Ende des Tages, um Spiele zu gewinnen, musst du halt auch mal 3, 4 oder 5 schießen. Und da hat man natürlich in der abgelaufenen Saison zu wenig Spiele, wo wir dann wirklich diesen Scoring-Touch, diese Power nach vorne, die war dann nicht gegeben. Der Trainer hat gerade sehr deutlich gemacht, ja auch im Gespräch, dass es für ihn eine schwierige Situation ist. Auf- und Abstieg sind ein Thema. Er hätte es gerne ausgesetzt, hätte vielleicht gerne 2 Vereine mehr gehabt. Bei all den Überlegungen, die du im Moment in dir trägst, was auch den Aufbau der Mannschaft anbelangt, wie sehr spielt auch dieses Thema Auf- und Abstieg bei allen Details und einem, du hast es gerade gesagt, geringeren Kader als in der Vergangenheit, geringeren Etat als in der Vergangenheit eine Rolle? Ich glaube, etattechnisch sind wir ja nicht die Einzigen, die im Endeffekt, sage ich mal, eventuell mit diesen Einbußen leben müssen, sondern es trifft alle. Ja, den ganzen Sport, viele Firmen sind davon betroffen. Dieses Auf- und Abstieg, das ist natürlich im Kopf drin, aber ich tue mich schwer, zu viel Gedanken daran zu verschwenden oder Angst davor zu haben, denn ich bin überzeugt, dass mit dem Trainerteam
aber auch mit der neuen Mannschaft, mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit den Menschen, die ich über, ja, über die letzten 12 und 18 Monate kennengelernt habe, dass ich mehr Wissen habe und auch besser gerüstet sein werde als vorher. Und von daher stimmt mich das positiv und denke eher daran, wie knallen wir in die Playoffs im Endeffekt rein. Ja, das ist der Gedanke. Nach unten möchte ich gar nicht zu sehr schauen, weil ich glaube, dieses Negative, das machen wir generell, wir Menschen zu häufig, weil es der einfachste Weg ist. Aber ich glaube, dieses Positive, dieses Wir-Gefühl, dieses Vermitteln, da hat halt negative Schwingungen haben halt keinen Platz dafür. Weil wäre ich fehl am Platz. Von daher, ich werde der Mannschaft im Endeffekt, oder wir werden der Mannschaft kommunizieren, dass wir gewinnen wollen. Ja, und da gibt es dann auch nicht mehr der kleine Verein in dem Sinne. Ja, sind wir, aber das wissen auch alle mittlerweile. Das brauche ich nicht nochmal 10-mal wiederholen. Auf- und Abstieg im Corona-Jahr, Saison 2021. Wäre es nicht besser gewesen, dieses Thema ad acta zu legen? Wir haben oft in den Diskussionen darüber gesprochen, dass es ja auch viel Geld kosten kann, wenn du dann plötzlich als Verein unten drin stehst und irgendwer nervös wird. Kann man sich das eigentlich leisten als deutsche Eishockey-Liga in der aktuellen Situation? Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und bin allerdings für mich zum Entschluss gekommen, dass man sich das leisten sollte. Auf- und Abstieg. Ich finde, man hat ja lange drüber diskutiert. Also man hat es immer wieder hinausgezögert. Die Vereine in der DL2 haben sich darauf eingestellt. Ich sehe keinen wirklichen Grund, warum man den Auf- und Abstieg aussetzen sollte. Denn mit den Schwierigkeiten, Christian hat es gesagt, Wolfgang Brücker hat es gesagt, Gernot Trippke hat es gesagt, haben alle zu kämpfen. Klar, München, Mannheim haben da weniger mit zu kämpfen. Aber die Iserlohn Roosters haben damit zu kämpfen. Unten haben alle damit zu kämpfen. Und in der DL2 haben auch alle damit zu kämpfen. Also aus meiner Sicht ist da eine gewisse Gleichheit vorhanden. Ich finde nicht, dass man den aussetzen sollte, Auf- und Abstieg. Ich glaube, dieses gesamte Thema Auf- und Abstieg sportlich wird mit einer Begrifflichkeit in engem Zusammenhang stehen, mit dem Begriff der Identifikation. Das heißt, schafft man es, seine Spieler so nah an den Verein ranzubringen, dass sie sich identifizieren, um diesen Biss zu entwickeln. Weil es sind halt immer, Christian, ich glaube, das kann man sagen, es sind ja immer Spieler, die für ein, zwei Jahre die Top-Leute herkommen und man muss sie einfach mitnehmen. Wird das aus deiner Sicht auch eine der maßgeblichen Aufgaben sein, die du, Jason, Jim, übernehmen müssen, diese Identifikation zu schaffen, damit die wissen, die ja auch oftmals aus einem System kommen, die überhaupt keinen Abstieg kennen, dass wenn du die für die Roosters wirklich begeisterst, dass du dann über das Thema Abstieg gar nicht nachdenken musst? Gewagte Formulierung. Also wenn ich jemanden begeistern muss, weil er für sein Hobby, was er zum Beruf gemacht hat, Geld auch noch bekommt, ich glaube, dann haben wir falsches Scouting gehabt, dann haben wir auch die falschen Leute, sondern die müssen generell schon bis in die Haarspitzen motiviert sein. Ich glaube auch, wie im letzten Jahr, wenn du in so einer Mannschaft bist und in dieser Kabine sitzt und du bist 13 da, 12 da und du bist unten im Keller, dann fühlst du dich nicht gut und du willst gewinnen. Das heißt, eigentlich muss ich nicht nochmal extra jemanden pudern und motivieren, um Identifikation auch aus dem rauszubekommen. Identifikation ist ein großes Wort für mich. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Spieler haben eine begrenzte Zeit, wo sie Profi sein können. Und ich glaube, dass wenn einer nach ein, zwei Jahren Iserlohn dann nach Mannheim mal München gehen kann, dann sagt er nicht, boah, der Seilersee ist so schön, sondern der reißt dann seine Zelte ab und nimmt die Kohle mit. Prinzipiell glaube ich aber, dass, was ich intern beurteilen kann, mit der Saison, die wir in der letzten Saison hatten, die Mannschaft hat sich nie zerrissen und da waren richtig gute Charaktere drin. Wir können es mit Sicherheit darüber unterhalten, sportlich gesehen, aber das ist ja etwas, was wir auch beibehalten wollen. Wir wollen Leute haben, die vielleicht auch Ecken und Kanten haben, aber die immer das große Ganze im Visier haben. Und das ist nun mal, diesen Verein so erfolgreich wie möglich zu machen. Das heißt, Spieler, Trainerstaff, wir aber auch der Manager, wollen wir das Maximale an Arbeit investieren, qualitativ gut auch, dass wir diese Organisation dauerhaft erfolgreich machen. Arbeiten ja auch für die, die Spieltag für Spieltag an den Seiler See kommen. Und jetzt lass mal das Geld bezahlen mal außen vor.
die dieses Lebenselixier Eishockey brauchen, die Fans, über die haben wir nämlich heute Abend tatsächlich relativ wenig gesprochen. Wenn die fehlen, um wie viel härter wird es für die Mannschaft, die Ziele zu erreichen, wenn sie sie nicht sehen an jedem Spieltag, weil es Geisterspiele oder sowas gibt? Das ist gerade für so eine Mannschaft wie die Iserlohn Roosters ein unglaubliches Thema, das man sich vergegenwärtigen muss in der jetzigen Situation. Ich habe das mal erwähnt in der Vergangenheit. Das Eishockey-Sauerland ist ja, lebt von den Zuschauern, von seinen Anhängern. Da sind ein paar richtig Verrückte dabei. Wenn ich vor so einem Spieltag mal aus meinem Bürofenster schaue, wer da dann schon 3-4 Stunden vor so einem Spiel angetingelt kommt, das ist schon richtig feine Kost, muss ich sagen. Also geht mir auch das Herz auf. Und ich glaube, auch in der jetzigen Zeit, so eine leichte Corona-Depression dann, weil man so ein bisschen eingeengt ist, aber auch unsere Anhänger ohne Eishockey, sich jetzt vorzustellen, dass es wirklich dann erst im November, Dezember anfängt. Ich meine, wir können es positiv betrachten, dann geht's los. Aber ich glaube, der eine oder andere wird schon wirklich sehr zappelig zu Hause. Sie sind unsere zweite Herzhälfte eigentlich. Ohne unsere Zuschauer wäre ja auch der Seiler See oder die Eishölle nicht das, was wir in diesem schönen Film im Endeffekt auch so preisgegeben haben. Und wir brauchen sie. Und da kann mir auch wiederum jeder sagen, was er will. Ob ich jetzt ein Techniker bin, ein Fighter bin, ein Superschützschüler, was auch immer. Wenn diese Atmosphäre runter auf die Fläche geht, holst du immer wieder noch ein paar Prozent mehr raus. Und das kann dann die Herausforderung sein, wenn sie nicht da wären im kommenden Jahr. So, Falk, du hattest noch gesagt, Kevin Reich? Kevin Reich, Mike Halmo. Und Luis Certa Gossage. Den kennt er ja. Aber da sagt er nichts zu. Aber zu den anderen beiden, vielleicht noch was? Gute Leute. Wirklich gute Leute. Mit Chance, ein schönes Krombacher zu trinken mit ihnen in der nächsten Saison am Seiler See? Ich weiß nicht, was die gerne trinken und ob sie es am Seiler See trinken wollen. Keine Ahnung, aber... Ihr seht also, wie schwer es ist, manchmal einem Manager dann doch das eine oder andere zu entlocken. Hoffentlich haben wir trotzdem euch ein bisschen auf den Stand der Dinge gebracht in diesem Märkische Bank Eishockey Talk der zweiten Ausgabe. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Danke an Falk Bleskin für die Analysen, für die Einschätzungen. Danke an Christian, der wie immer viel zu wenig gesagt hat. Und dann hoffen wir mal drauf, dass es eine dritte Ausgabe geben wird, irgendwann vor der kommenden Eishockey-Saison. Diese Sendung haben wir aufgezeichnet im Vorfeld, aber sie hat euch hoffentlich eine Menge Spaß gemacht. Wir sagen tschüss, bye-bye und hoffentlich bis möglichst früh im Herbst. Dann beim dritten Märkische Bank Eishockey Talk. Ciao.